Liebe Freundinnen und Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Als ich 17 war, schon etwas länger her, kam Jörg Haider zu uns an die Schule. Das war das Bundesgymnasium Spital an der Trau in Oberkärnten. Er hat viele dort beeindruckt. Mich hat er nicht berührt, aber er hat immer mehr Leute beeindruckt und mitgenommen. Und 3 Jahre später war er dann das erste Mal Kärntner Landeshauptmann. Und in der Folge war die FPÖ und ihre rechtspopulistische Politik für mich sowas fast Unbezwingbares. Diese blauen Gangs, die einen Wahlerfolg nach dem nächsten hatten, teilweise zweistellige Wahlerfolge in den Bundesländern, und das mündete dann 2000 in die schwarz-blaue Regierungsbeteiligung, 1999-2000 im Parlament auf Bundesebene. Wir wissen heute, dass das bis zum heutigen Tag mehr Staatsanwälte, Antikorruptionsbehörden, Richterinnen und Richter beschäftigt, als die FPÖ je Minister und Ministerinnen hatte. Aber trotzdem, dieses Gefühl der Unbezwingbarkeit, das hat mich damals sehr geprägt. Und viele glaubten, dass nach dem Ende von Rot-Schwarz diese Aufteilung der Republik, die vom ORF bis über Autofahrerclubs bis über Sportvereine gereicht hat, dass nach dem Ende von dieser rot-schwarzen Aufteilung die Blauen die Macht haben werden. Niemand hatte da irgendwie die Grünen am Radar. Das war ein vollkommen ungewöhnlicher Gedanke. Aber jetzt rechnen wir mal nach. Wer hat in mehr Ländern Gestaltungsmacht? Die Grünen oder die Kanzlerpartei SPÖ? Die SPÖ ist es in Wien, im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten. Die Grünen sind in Kärnten, in Wien, in Oberösterreich, in Salzburg, in Tirol und in Vorarlberg. Macht 4-6. Und das ist schon beachtlich. Österreich ist so viel bunter geworden, und ich meine jetzt nicht nur die Landesregierungen, sondern auch die größeren und die kleineren Städte, die vielen Gemeinden, wo Grüne tatsächlich jeden Tag etwas versuchen besser zu machen. So, und wo haben eigentlich die als Profiteure dieses Aufbruchs von Rot und Schwarz, also dieses Zerbröseln dieser Aufteilung, wo haben die Freiheitlichen noch Gestaltungsmacht in Regierungskoalitionen? Im Bund wurden sie nach einer desaströsen Performance abgewählt. In Vorarlberg wurden sie nach antisemitischen Äußerungen damals aus der Landesregierung hinausgeworfen. Und in Kärnten wurden sie geradezu spektakulär abgewählt. Ich meine, du musst erst einmal 28% verlieren. Zugegeben, man muss viel dafür haben, um 28% zu verlieren. Aber trotzdem, ich meine, das war der größte Verlust in der Zweiten Republik. Und dann 2013 im März, ich war im Kärntner Landtag zu Gast, angelobt wurde im Kärntner Landtag ein Landesrat Rolf Holub und im Saal auch anwesend, und das war so das hintere Eck, ein auf 6 Männer dezimierter FPÖ-Club im Kärntner Anzug. Heute regiert die Strache FPÖ in exakt 0 Bundesländerkoalitionen. Und das ist gut so. Und das muss auch so bleiben. Das ist gut so und das muss auch so bleiben, aus guten Gründen. Und diese Gründe haben Namen. Zum Beispiel rechtsextreme Freunde in ganz Europa. Marine Le Pen zum Beispiel, die Französin, die sich über einen Zerfall der Europäischen Union freuen würde. Oder ein anderer Grund, Mölzer, der letztes Jahr die Europäische Union mit einer Diktatur verglichen hat, der gegenüber das Dritte Reich wahrscheinlich liberal gewesen ist. Und Johann Gudenus, der kann in Moskau schon einen Meldezettel ausfüllen, hat in Russland damals gewarnt vor der mächtigen europäischen Schwulenlobby. Ich weiß nicht, wovor er sich da fürchtet, wahrscheinlich die Fans von Conchita Wurst, aber es ist schon bezeichnend. Immer wieder rassistische Hetze, immer wieder Sündenbockpolitik, immer wieder auch asylwerbende Menschen zu verunglimpfen, wie jetzt in Niederösterreich. Der Herr Höbert, der hat gesprochen von Höhlenmenschen und Erdmenschen. Strache nennt diesen Ausdruck überspitzt, und Herr Höbert bleibt im Amt. Es gibt noch weitere Wortmeldungen aus Niederösterreich, die Namen bitte nicht merken. Gender Mainstreaming zerstört die Familien und Frauenhäuser zerstören Ehen. Ich meine, geht's noch? Geht's noch? Und niemals vergessen, das dürfen wir niemals vergessen, es war die FPÖ, die die Hypo Alpe Adria ins Desaster geführt hat. Frei nach dem Motto, ich zuerst, der Nährboden für Korruption. Und wie diesen Trümmerhaufen, den die FPÖ hier angerichtet hat, und das müssen wir immer wieder wiederholen, tragen die Bürgerinnen und Bürger Österreichs jetzt jahrelang die Lasten. Es war die FPÖ. Und trotzdem melden die Blauen jetzt wieder Ansprüche an. In Wien tritt Strache als Bürgermeisterkandidat selber an. In Oberösterreich will ein Manfred Heimbuchner
Grün raus, Blau rein, bietet sich als Alternative zu Rudi Anschober an. Das ist im Übrigen ein Politiker, der dafür gesorgt hat, dass bei Alleinerziehenden der Unterhalt aufs Einkommen angerechnet wird und dadurch Alleinerziehende, vor allem Frauen, aus der Wohnbeihilfe hinausgeflogen sind. Das ist ein Manfred Heimbuchner in Oberösterreich. Und im Burgenland macht der rote Landeshauptmann Niesel die Tür zu den Blauen gerade auf. Er nennt das wörtlich, die Blauen sind innerhalb des pannonischen Verfassungsbogens. Ich habe gar nicht gewusst, dass es den gibt, sage ich ehrlich, ich wüsste auch gerne, wo der steht, dieser Verfassungsbogen. Aber ich kenne das nämlich schon, in Kärnten hat es damals geheißen, die Chianti-Koalition. Also offensichtlich wird im Burgenland jetzt eine weitere alkoholische Variante von Rot-Blau vorbereitet. Und in der Steiermark wird die FPÖ immer noch repräsentiert von einem Herrn Kurzmann, ich zitiere, der über ehemalige SS-Mitglieder gemeint hat, diese hätten in schwieriger Zeit ihre Pflicht erfüllt. Kommentar überflüssig. Wenn man Schaden von diesem Land abwenden will in Zukunft, dann darf man die Freiheitlichen nie wieder regieren lassen. Nie wieder. Wir haben für Österreich anderes vor. Wir wollen die Grünen gemeinsam österreichweit zu einer gestaltenden Partei machen. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dieses nachhaltige Wachstum, das uns auszeichnet, auch fortzusetzen. Und machen wir die Runde der gewonnenen Landtagswahlen mit allen neuen im nächsten Jahr komplett. Mit Wien, mit Burgenland, mit Steiermark und mit Oberösterreich. Alle neun. Das ist mein persönliches politisches Ziel und unser aller gemeinsames politisches Ziel. So. Noch ein kurzer Rückblick. Im März 2013, die niederösterreichischen Grünen steigern sich unter schwierigen Bedingungen, Klammer auf, Stronach schmeißt das erste Mal sein Geld in den Wahlkampf und das ist viel, viel mehr als im Übrigen erlaubt ist, von 6 auf 8%. Die Kärntner Grünen verdoppeln sich von 5 auf 12. Am Abend werde ich dann im ORF gefragt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, Frau Klawischnik, was sagen Sie zu dieser Stagnation? Das ist ja ein Klassiker. Zwei Monate später, die Tiroler Grünen wachsen von 10 auf 12,5. Salzburgs Grüne verdreifachen sich von 7 auf über 20. Bei der Nationalratswahl werden wir die stärkste parlamentarische Vertretung der Grünen in Europa. Und bei der Europawahl schafft Ulrike von 9 auf fast 15% alle Rekorde und wird Vizepräsidentin des Europaparlamentes und ist damit ranghöchste Österreicherin in der Europäischen Union. Uns sind normalerweise, ja, sind normalerweise so protokollarische Ranghöhen ja eigentlich nicht so wichtig. Ja. Aber den anderen fällt es höchst unangenehm auf, dass da jetzt immer die Ulrike vorne steht. Ich finde das hübsch. Ja. Na und Frau Adelberg, was soll man dazu noch sagen? Also die Eleganz, die Freiheitlichen hier aus dem Machtpoker hinaus zu dribbeln, glaube ich, kann man nur, wenn man wirklich sehr, sehr strategisch gut arbeiten, planen und denken kann. Großes Kompliment. Aber das Wichtige hinter all diesen Zahlen, hinter diesen Dezimalstellen, hinter diesen Prozentzahlen, da stehen einzelne Personen, da stehen Menschen, da stehen Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, die uns in einem sehr viel größeren Ausmaß ihr Vertrauen geschenkt haben. Insgesamt haben in Österreich zusammengerechnet Menschen 270.000 Mal öfter jetzt die Grünen angekreuzt und uns damit zu Kritikern, Kritikerinnen von Verhältnissen einfach auch zu Gestalter, Gestalterinnen dieses Landes gebracht. Es waren sehr viele, die es schon vorher auch gemacht haben, aber auch viele, die es zum ersten Mal gemacht haben. Und mit diesem Vertrauen müssen wir ganz behutsam und sehr verantwortungsbewusst umgehen. Andere Parteien müssen Niederlagen analysieren. Wir dürfen uns Gedanken darüber machen, was wir besser machen können, was wir besser machen müssen, aber auch, was wir beibehalten dürfen und müssen. Und es ist mit Sicherheit die Glaubhaftigkeit unserer politischen Konzepte, die Glaubwürdigkeit auch der Personen, die sie vertreten und so unterschiedlich wir alle sind. Also eine Regina, die jetzt gerade die letzte Station, Regina Petrick im Burgenland, die letzte Station ihres Arbeitsjahres macht im Kinderdorf, geht ganz anders in ein Gasthaus diskutieren als eine Astrid Rössler oder ein Rolf Holub oder ein Rudi Anschober, ja, oder eine Ulrike Lunacek oder eine Mary, weil ich euch gerade alle sitzen sehe. So unterschiedlich ihr alle seid und wir alle sind. So sehr einen uns aber
also unerschütterliche politische Werte. Die Solidarität möchte ich an erster Stelle nennen, weil es etwas ist, was anderen fehlt, vor allem den Neos im Übrigen. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, für sie einzustehen, Solidarität als Grundwert. Das Durchhaltevermögen bei Umweltschutz und Ökologie über all die Jahrzehnte mittlerweile. Offenheit und Dialogfähigkeit beim Finden von Lösungen, das ist ganz, ganz wichtig, hier auch eine gewisse Offenheit zu haben. Aber natürlich Ehrlichkeit, Seriosität, ganz wichtig, Unbestechlichkeit, Unkorrumpierbarkeit, saubere Hände und Kompromisslosigkeit, was Menschenrechte betrifft. Absolute Kompromisslosigkeit, was Menschenrechte betrifft. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal Danke sagen. Danke an all die, an die vielen hunderten helfenden Händen. Viele sind heute da, aber es sind auch viele nicht da. Es sind mittlerweile so viele in Österreich, die diese Werte vertreten und dafür arbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ein ganz großes Danke sagen an all die Grünen, die heute nicht da sind. Ja. Ja. So. Im Jahr 2002 hatten ÖVP und SPÖ gemeinsam noch 80%. Jetzt haben es gerade einmal 50 und ein paar zerquetschte. Sie haben Vertrauen verloren, weil sie enttäuscht haben, aber auch, weil sie Vertrauen missbraucht haben. Eines werde ich mit Sicherheit nie vergessen. Also das war die berühmte Budgetlüge im Nationalratswahlkampf 2013, wo die Kosten der Hypo-Alpe Adria damals von der Finanzministerin Vector mit 133 Millionen Euro budgetiert waren. Mit 133 Millionen Euro. Kosten wird uns das alles 15 Milliarden. Die Partei der sozialen Gerechtigkeit oder die angebliche Partei der sozialen Gerechtigkeit. Also für mich ist das irgendwie erschreckend, dass in Zeiten des höchsten Arbeitslosenstandes der Republik, der Zweiten Republik, es so wenig Ideen, so wenig Vorschläge, so wenig Taten gibt, außer den Verweis, dass es in anderen Ländern noch schlechter ist. Also mir reicht das nicht. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir müssen auf diese sozialen Fragen ganz anders eingehen. Das Leben von Menschen ist nicht mehr organisiert, vom Lehrling bis zur Pension, sondern da sind Brüche drinnen. Es sind immer wieder ganz unterschiedliche Situationen, wo Menschen Unterstützung brauchen. Wir haben es gestern diskutiert. Freiwillige, unfreiwillige Selbstständigkeit. Das Leben kommt komplett durcheinander, weil ein Angehöriger pflegebedürftig wird. Immer wieder Arbeitssuche. Im Schnitt sind Menschen in Österreich alle 3 Jahre 100 Tage arbeitslos. Arbeitslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und Werner Faymann redet zum 100. Mal, ich weiß nicht, zum Gefühl des 1000. Mal zur Millionärssteuer. Also irgendwie passt das nicht mehr zusammen. Es geht nicht nur um Absichten, es geht um Taten, vor allem in der Sozialpolitik. Und ging es nach uns, hätten wir schon längst einen gesetzlichen Mindestlohn. Es soll niemand unter 8,50 Euro arbeiten. Es ist einfach nicht fair, es entwürdige. Warum schafft das in Deutschland eine große Koalition? Die haben jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn. Die haben im Übrigen auch Frauenquoten jetzt für die Unternehmen. Und die haben auch einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag. Ist auch eine große Koalition. Warum wird hier in Österreich das alles beiseite geschoben und sich im Stillstand verkrochen? Wir wollen eine faire Verteilung auch von Arbeit und wir wollen auch einen Kurswechsel, was Investitionspolitik betrifft. Also das heißt Investitionen in die Pflege, in die Bildung, in den Umweltschutz und nicht mehr in Autobahnen. Einen Kurswechsel. Und wie ist das, wenn man bei der Frauengleichstellung sehr viel darüber redet, aber dann parteiintern eine Quotenregelung situationselastisch anwendet? 2006 im Nationalratswahlkampf hat Van der Bellen mit Gusenbauer gewettet. Gusenbauer hat damals gesagt, ich wette, dass wir im nächsten Nationalratsclub 40% Frauen haben. Das war im Jahr 2006. Und es ging um eine Flasche steirischen Schnaps. Sascha hat dagegen gewettet. Die SPÖ hat die Quote 40% 2006 nicht geschafft. Sie hat sie 2008 nicht geschafft und sie hat sie auch 2013 nicht geschafft. Und ich wette, dass sie auch 2018 nicht schafft. Und den Schnaps hat übrigens Van der Bellen nie bekommen, oder? Na? Du, vielleicht schickt ihn der Gusenbauer dir dann in die Hofburg.
Ich glaube, das war eindeutig. Okay. Die ÖVP, damit ich da auch noch was Kritisches sagen darf. Die ÖVP wurde ja von uns immer verdächtigt, dass sie Klientelpolitik macht, dass sie Interessenspolitik für Millionäre, Interessenspolitik für einzelne Großunternehmen, für Banken und so weiter macht. Jetzt hat sie dafür einen Beweis selbst erbracht. Mit der Lena hat sich die Standortstrategie, das ist ein strategisches Papier für die nächsten Jahre, von den CEOs der Industriebetriebe selber schreiben lassen. Das ist per se ja noch nichts Schlechtes, nur er hat es dann als Papier des Wirtschaftsministeriums sozusagen veröffentlicht. Da haben Leute mitgearbeitet wie Sigi Wolf, jetzt ÖAG und bekennender Putin-Versteher. Der hält erneuerbare Energien für Mickey-Maus-Technologien. Da haben Leute mitgearbeitet wie ein Richard Schenz, vormals Finanzmarktaufsicht, jetzt Vizepräsident der Wirtschaftskammer, der sagt Folgendes. Hören wir doch auf mit der Quotengeschichte. Es wird doch niemand erwarten, dass man qualifizierte Aufsichtsräte rausnimmt, nur um dann den Posten mit einer Frau nachzubesetzen. Ich wiederhole, es wird doch niemand erwarten, dass man qualifizierte Aufsichtsräte rausnimmt, nur um dann den Posten mit einer Frau zu besetzen. Das ist unglaublich. Wolfgang Anzengruber vom Verbund sagt über die Energiewende in Deutschland, Klammer auf, 380.000 Beschäftigte, Klammer zu, wir müssen eine Perversion wie in Deutschland vermeiden. So, und was kommt bei so einer Expertise dann heraus in einem österreichischen Standortpapier? Österreich soll sich einsetzen für Handelsabkommen wie TTIP und CETA, selbstverständlich, inklusive Sonderklagsrechte. Keine verbindlichen Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien oder Energieeffizienz, weg mit dem Ökostromgesetz und Fracking, natürlich Clean Fracking, Fracking in Europa und in Österreich. Das steht in dieser Standortstrategie drinnen. Billige, dreckige Energie und die Zukunft ist egal. Das ist Best of Böse. Das ist Best of Böse im Zusammenhang mit Klimaschutz. Das ist verantwortungslos und wirtschaftspolitische Steinzeit. In anderen Fragen allerdings hört die ÖVP nicht auf die industriellen Vereinigungen, nämlich dort, wo sie moderne Positionen vertritt, zum Beispiel in der Bildungspolitik. Herr Vizekanzler, was ist die wichtigste Bank in Österreich? Es ist nicht die Raiffeisen, es ist nicht die Erste, es ist nicht die Hypo, es ist auch nicht die Regierungsbank, es ist die Schulbank. Es ist die Schulbank. Und nehmen Sie bitte die größte Befragung, die jemals im Bereich der Bildungspolitik in Vorarlberg durchgeführt worden ist, die größte Befragung, die europaweit durchgeführt worden ist in Vorarlberg, ich präzisiere das, wo rund 70% der Eltern es nicht mehr wollen, dass ihre Kinder im Alter von 9,5 de facto aussortiert werden. Ich sage das in dieser Drastigkeit, aussortiert werden, ob sie Gymnasiumskinder sind oder eben nicht. Jedes Kind ist ein Talent, jedes Kind braucht Förderung und wir brauchen eine gemeinsame Schule für die 10- bis 14-Jährigen in Österreich. Da ist Bewegung spürbar in der Bildungspolitik durch die grünen Regierungsbeteiligungen in den Ländern. In Ländern, wo wir schon länger regieren, wurde auch wirklich schon etwas bewiesen. Ich möchte Oberösterreich da noch einmal nennen. Da wurde nämlich der Beweis angetreten, dass genau diejenigen wie der Sigi Wolf und der Wolfgang Anzengruber, dass sie Unrecht haben. Klimaschutz ist die beste Investition in die Zukunft und erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind die Basis, die Grundlage für eine moderne Industrie. Die Energiewende braucht genauso Stahl für Schienen, für Öffis, für Windturbinen. Eine Windturbine, eine größere, 3 Megawatt, braucht so viel Stahl wie 500 Autos. Es gibt eine moderne Industriepolitik und das ist bewiesen in Oberösterreich. Auch die Impulse international, der Widerstand gegen die Gentechnik, die gentechnikfreien Regionen, die Impulse, was die Klage betrifft, Hinkley Point, wo ist denn eigentlich der Rudi? Das waren international wirksame Impulse und das muss man auch einmal sagen, bewiesen in Oberösterreich. Und in Wien bewiesen, dass Lebensqualität auch tatsächlich machbar ist. Ich meine, die Mahü, wir haben es gestern lange schon gehört. Wir haben es in ganz Österreich diskutiert, oder? Wer hat denn nicht gehabt, die Mahü? Ich habe es auch privat einmal erlebt. Ich ging mit meinem Mann spazieren, nicht in Wien, sondern in der Steiermark. Kam jemand zu uns und der hat tatsächlich gesagt, stimmt es, dass es schon Tote gibt auf der Mariahöfer Straße? Ja,
Mir ist, wie man so schön sagt, das Ladl runtergefallen. Mein Mann, der Volker, ist Schlagfertiger, der hat dann gesagt, ja, deswegen haben sie die Truppen, die Österreichischen, von den Golanhöhen abgezogen. Die stehen jetzt auf der Mayhöferstraße. Das ist eine wahre Geschichte. Die berühmte Todeszone, das Video, das war, ja. Aber die Wiener Grünen haben gekämpft und sie haben bewiesen, dass es geht, mit tausenden Hausbesuchen, und sie haben gewonnen. Auch auf Bundesebene haben wir einen langen Atem bewiesen, wirklich lang nämlich, was den Untersuchungsausschuss als Minderheitsrecht betrifft. 1986, nachdem die Grünen erstmals ins Parlament eingezogen sind, hat unsere damalige erste Klubobfrau Freda Meissner-Blau zu dem damaligen Bundeskanzler Franz Warnitzky, das ist alles jetzt wirklich schon sehr lange her, gemeint, wir wollen ein Minderheitsrecht beim Untersuchungsausschuss. Das ist 28 Jahre her. Jetzt wird es Wirklichkeit. Nächste Woche wird es im Parlament beschlossen. 28 Jahre. Also es war de facto im genetischen Code der Grünen. Wir dürfen nicht vergessen, was in diesen Jahren alles ununtersucht geblieben ist. 1998 das steirische Grubenunglück in Lassing, wo 10 Menschen ums Leben gekommen sind. Oder der grausame Erstickungstod von Markus Omofuma, der von fremden Polizisten geknebelt und gefesselt, der ruhig gestellt worden ist, unter Anführungszeichen, und daran erstickt ist. Das konnten wir alles nie untersuchen. Oder im letzten Jahrzehnt die ganzen Fragen der Korruption, Eurofighter-Ausschuss, Bankenausschuss abgedreht und auch der Antikorruptionsausschuss unrühmlich beendet. Mit dem ist es jetzt Schluss. Mit dem ist jetzt endgültig vorbei. Und das ist eine historische Zäsur im Verhältnis des Parlaments zur Regierung, im Verhältnis von Kontrolle und Machtmissbrauch auch in einer Regierung. Und danke an alle, die für das Antikorruptionsvolksbegehren Unterschriften gesammelt haben, für die Einleitung damals. Das ist das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten, weil wir mussten es nicht einmal einbringen. Es wurde bereits der Inhalt umgesetzt. Und danke auch an alle, die die Petition unterstützt haben. Das war extrem wichtig, um das zu schaffen. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einiges erreicht. Wir haben Grund, zufrieden zu sein. Wir sind aber nicht zufrieden. Wir sind ungeduldig. Wir sind zornig. Wir sind wütend. Und wir wollen viel mehr. Seit Beginn des Syrienkrieges sind 11 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder. Der Libanon, das ist ein Land so groß wie Oberösterreich von der Fläche, hat 1,2 Millionen Menschen aufgenommen. Im reichen Europa, wo 500 Millionen Menschen leben, fanden gerade mal 130.000 Menschen Schutz. Und in Österreich 8.500. Trotzdem hat die Innenministerin Mikl-Leitner vom totalen Notstand gesprochen. Vor 3 Wochen hat Europa die 25. Wiederkehr des Falls der Berliner Mauer gefeiert und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat etwas sehr Schönes gesagt. Der Mauerfall hat uns gezeigt, Träume können wahr werden. Wir können die Dinge zum Guten wenden. Das ist die Botschaft des Mauerfalls. Dies gilt in diesen Tagen ganz besonders auch für andere Regionen in der Welt, wo Freiheits- und Menschenrechte bedroht oder mit Füßen getreten werden. Doch Europa zieht gerade wieder Mauern hoch an seiner Außengrenze und vernichtet nicht nur Träume, sondern auch wirklich Leben. Allein heuer sind im Mittelmeer über 3000 Menschen umgekommen, trotz der Operation Mare Nostrum, trotz dieser Hilfsaktion. Mare Nostrum wurde gestoppt aus Kostengründen. Und was tut Europa nun? Wird irgendwie vor Ort unterstützt, werden hier Zelte, Decken, warme Kleidung, Medikamente in die Flüchtlingslager geschickt oder werden zumindest Familien in Flugzeuge gesetzt und nach Europa gebracht? Oder hilft zumindest Europa denjenigen, die es geschafft haben, zu fliehen und dann übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen? Weil du kannst ja nur dann einen Flüchtlingsantrag stellen, einen Asylantrag, wenn du mit beiden Füßen auf europäischer Erde stehst. Nein. Ein Jahr nach der Katastrophe von Lampedusa setzt das Europa der Menschenrechte auf Flüchtlingsabwehr. Statt Mare Nostrum gibt es nun die Operation Triton. Und die ist betrieben von der Grenzschutzagentur Frontex und das Hauptziel ist die Grenzkontrolle. Während bei Mare Nostrum man bis 140 Seemeilen nach draußen gefahren ist und Menschen gesucht hat und sie aufgenommen hat, kontrolliert Triton nur mehr noch 30 Seemeilen. Also die Reise
für viele Menschen ist lebensgefährlicher und viel schlimmer geworden. Und wenn es eine kurdische Familie aus der Stadt Kobane, die wir alle tagtäglich so gebannt beobachten, das Schicksal dieser Stadt, wenn es eine Familie dort rausschafft und es auf einer Nussschale dann über das Mittelmeer irgendwo hinschafft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Europa es sie ertrinken lässt. Und wie sagt Konstantin Wecker so treffend, die Menschenwürde, hieß es, ist unantastbar. Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt. Und das ist nicht unser Europa, das wollen wir nicht. Das ist nicht mein Europa, wir wollen ein Europa, das genau jetzt in dieser Situation allen, die vor Vertreibung, vor Mord, vor Vergewaltigung fliehen, auch wirklich Schutz bietet. Auch wirklich Schutz bietet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Schicksal von der Familie Siego Alesana kennt. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Familie, die stammt aus Tuvalu. Tuvalu ist an und für sich das, was man sich unter einem Paradies vorstellt. Also ein pazifischer Inselstaat, weiße Strände, Kokosbäume. Nur, das geht gerade unter. Bei näherer Betrachtung ist dieses Tuvalu, diese Insel, eigentlich ein Weckruf, ein Fanal für eine riesige politische und menschliche Katastrophe, die sich gerade abspielt, nämlich den Klimawandel. Die Welt verändert sich bereits jetzt und wir sind meilenweit weg von einem Zielkurs, der uns die Sicherung der Lebensgrundlagen, 2 Grad Erwärmung wäre das Ziel, absichern kann. Diese Familie sind jetzt die ersten anerkannten Klimaflüchtlinge. Sie haben in Neuseeland Schutz gefunden. Jeder heute lebende Mensch und alle in Zukunft lebenden Menschen werden vom Klimawandel betroffen sein und manche so massiv betroffen sein, dass sie ums Überleben kämpfen müssen. Und gerade auch in Österreich. Gerade Österreich ist auch durch die Sensibilität des Alpenraumes ganz massiv betroffen. In den letzten 10 Jahren 2 Jahrhundert-Hochwasser zum Beispiel. Ja. Der Klimawandel findet statt und die Atmosphäre und die Natur, die verhandeln einfach nicht. Und morgen beginnt in Peru, in Lima, die nächste Klimakonferenz, eine ganz, ganz wichtige Zwischenkonferenz für nächstes Jahr, für die alles entscheidende Weltklimakonferenz in Paris, wo sich entscheidet, ob die Staatengemeinschaft es schafft, dieses Zeitfenster, das immer kleiner wird, in diesem Zeitfenster, das noch möglich ist, auf einen Weltklimavertrag sich zu einigen. Und Herr Umweltminister Ruprechter, uns zu erzählen, dass Sie vor 30 Jahren in der Hainburger Au gesessen sind, was Sie immer wieder als Beleg anführen, dass Sie ja echter Grüner sind, das reicht nicht für jahrelange Untätigkeit. Das reicht wirklich nicht. Der einzig richtige Zeitpunkt, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu vermeiden, ist jetzt. Und der einzig richtige Zeitpunkt, Menschen, Flüchtlingen zu helfen, ist jetzt. Und der einzig richtige Zeitpunkt, auch grüne Politik in dieser Form weiterzumachen, ist jetzt. Also, bleiben wir ungeduldig, bleiben wir zornig, bleiben wir unzufrieden, behalten wir uns diese leidenschaftlichen Veränderungsansprüche, die wir alle in uns tragen, dann bin ich überzeugt, dass wir das Vertrauen, das wir bekommen haben, dass das noch weiter wachsen wird und dass wir es auch nächstes Jahr schaffen werden, weitere Menschen dazu zu motivieren, bei den Landtagswahlen, die vor uns stehen, uns auch ihr Vertrauen zu schenken. Also bleiben wir ungeduldig.